Willkommen zurück bei Let's Play Grandia. Wir haben ein bisschen trainiert und neue Zauber gelernt. Naja, trainiert in dem Sinne, ihr lasst euch von den Statuen treffen und könnt so euer Wasser leveln. Justin lernte Knistern, das ist ein Sturmzauber und Schlummer. Und Fina lernte Heilen und Schlummer. Somit wäre es schon, und alle Heilen 1 haben wir auch gelernt. Das war ja unser eigentliches Vorhaben. Und jetzt gehen wir mal tiefer in die Domruinen rein, würde ich sagen, oder? Finde ich eine gute Idee. Hier sind auch wieder so hässliche Fratzen. Und wir haben uns überlegt, wir werden noch ein wenig trainieren und die Domruinen untersuchen, wenn wir vor der Bosstür stehen. Und ja, hier gibt es einen Boss. Aber das ist ja nicht verwunderlich. Wollen wir mal knistern? Wie, da gibt's einen Boss? Ja, stell dir vor. Boah. Weil wir wollen noch ein bisschen Zauber leveln. Was heißt dann noch später? Ich muss nicht mal so viel trainieren. Eine Zeit lang. Trainieren wir mal knistern. Beziehungsweise, lass uns mal angucken, was das überhaupt genau ist. Graben wollen wir ja auch lernen. Ha! Chill out! I see. Ist eine eigentlich ziemlich starke Attacke, muss man sagen. Ihr seht's. Oh. Ah. Aber kostet leider dementsprechend auch Zauberpunkte. So, Sue, greif mal den hässlichen Ork an. Du kannst es. Bisschen Waffenlevel und all das. Und ich habe noch gar nicht gesagt, ihr seht ja unter den... Sag ich jetzt schon mal. Unter den Zaubern und Spezialtechniken diese Sterne. Das sind die... Die werden halt immer stärker, je höher die Sternchen sind. Und die werden immer schneller gezaubert. Je höher das Level ist von den Zaubern und den Techniken. Oh, eine Waffe hat er gedroppt. Wir haben eine Waffe bekommen. Sieht nach Morgenstern aus. Heilige Keule. Komm, denk nicht. Oder chill. Wie soll man dich eigentlich nennen? Chill. 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 Okay. Chill. Ich nenne dich aber noch nicht Alex, also. Ausrüstung. Wirkt gut bei Geistern. Ja, das ist genau das, was ich gebraucht habe, weil Justin lernt spezielle Techniken. Aber erst Stufe 1. Level 4 und Level 7 bringt uns neue Attacken bei, neue Spezialtechniken. Was wir natürlich wollen. Da ist auch wieder so eine hässliche Fratze. Da auch. Da nicht mehr. Irgendwie ist das krank, dass ich das alles noch weiß, oder? Bisschen. Bisschen? Ja. Bisschen? Ja, da sollte man nicht runterfallen. Heilige! Ja, sieh nur dort! Ich kann keinen Grund sehen. Fürchterlich. Ja, so sieht dein Gesicht auch aus. So fürchterlich geschockt, ne? Sieht dir ja so aus, als lass uns runterspringen. Mhm. Das ist halt typisch Justin. Auch in den Domruinen soll es einen Mana-Ei geben. Wir gehen erstmal den Weg hier. Die Domruinen sind ziemlich verzweigt, deswegen... Oh Gott, Geister. Und ein Item. Die Viecher sind immun gegen physische Attacken, die Rachengeister. Deswegen lieber mit Zauber arbeiten. Ansonsten kriegt man die gar nicht mehr platt. Da setze ich auch gerne mal einen Brenner ein. Also ich glaube, dass sie immun waren. Ich bin alt, ich habe halt kein Gedächtnis mehr. Können es mal testen, mir zu. Ich weiß, dass irgendeine Geisterart immun gegen physische Attacken war. Ja, das war die. Danke, dass du noch näher zu dem anderen gerückt bist. Und bye bye. Und wie ihr auch vielleicht gesehen habt, der eine kriegt 60 Schaden, der andere nur 36. Level up. Der Gegner, auf dem man einen Zauber wirkt, kriegt mehr Schaden als die Umstehenden. Oh, was haben wir denn gekriegt? Kraftzauber. Irgendwo hier waren doch noch Geister. Oder waren es? Ich hasse dich. Lol. Oh. Lol. Weil Fina sich... Weißt du, weil Fina nicht mit dem Rücken zu denen gestanden hat. Da war irgendwie Glück. Mal wieder. Mal wieder. Wir machen eine Flammensäule und schicken sie in die Hölle, da wo sie hergekommen sind.
Genau, die wollten doch gerade auf der Welt Urlaub machen. Jetzt müsst ihr schon wieder zurück. Ach. Tot. Wecke, wecke. Finde ich auch, Fine. So. Justin hat schon bald Stufe 9. Das ist schon mal sehr gut. Aber wir kriegen hier auch ziemlich viel XP, wobei Sue mittlerweile schon 900 braucht. So. Hast du gesehen? Die hat uns angeschaut, die Statue. Mhm. Wir gehen erstmal hier, aber ich glaube, das hier war der richtige Weg. Er kommt mir so bekannt, ist das der richtige Weg. Das kommt okay. Mir nicht so bekannt vor. Ich kann mich natürlich auch täuschen und dann failen. Klippe. Ich glaube, hier gab es nur ein Item zu holen, aber mehr auch nicht. Oder? Ja. Was denn? Blaue Pille. Ich find's einfach nur, ja. Interessant. Wie lange hast du schon nicht mehr gespielt? 3-4 Monate. Und okay. Wie gesagt, ich bin auf CD2 und das Spiel hier ist ein Mammutprojekt. Also, es ist schon ziemlich lange her. So, was ist die andere Richtung? Und wir töten Fledermäuse. Und haben Spaß. Genau. Du bist dran. Justin muss jetzt erstmal mit seiner Keule üben. Oh, one hit? Krass. Mit der Keule. Wow. So gefällt mir das. So müsste es immer laufen. Selbst die Fledermäuse bringen einiges an MP. Übel. Trolla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 . Schleimi, Schleim, Schleim. Roter Riesenrotz. So wie Igel es mal sagt. Was machen wir? Graben oder Schlummer oder Graben oder Brenne oder Graben? Wow. Genau. Please protect us. Graben. Ich denke mal Graben in dem Sinne, wie sich die Soldaten immer schön eingegraben haben. Ja, halt ein Graben. Puffywurf! Das hat nicht gereicht. Du willst mich verarschen, oder? Ey, langsam geht's da lang. Doch, langsam geht's hoch mit den Zaubern. Reicht noch? Reicht noch. Solange sie sich ja teilen, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Schleimgas. Also. Haha. Arschlecken, nicht mit mir. Und wir machen sie so platt. 117 zusammengerechnet. Autsch. Ja, nur das Problem ist, der Boss hier ist etwas widerstandsfähig. Also zählen die Zahlen leider nicht so wirklich bei dem. So, hier runter war... Oh Gott. Da ist was. Ich glaube, links ging es noch auf die Klippe. Links oben, links unten ging es weiter und rechts unten gab es noch irgendein Item. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Das sind alles nur... Wenn du jetzt recht hast, dann... Frist und Wesen? Ja. Nee, das nicht gerade. Schade. Weil die schmeckt nicht. Ole. Please protect us. Fletch. So. Aber zum Glück können wir beim Boss ja noch genug Zauber leveln. Hey.
What a bitch. Okay. Plus 24 in der Waffe. Das Level ziemlich langsam. Links, rechts, geradeaus. Die Gesichter sind irgendwie ziemlich unheimlich. Lebenstrank. Lebenstränke finde ich immer gerne. Nee, da rechts ging's her. Genau. Deswegen gehen wir in die andere Richtung. In das andere rechts. Das andere rechts. Das andere rechts voll Geld und Gegner. Voll gut. Ah ja. Oh, ganz schön viele Gegner. Hooray. 5 Stück. Das gibt ein Schlachtfest. Müsste treffen, wenn es auf den roten Schleim in der Mitte angewandt wird. Und wir machen ein Lagerfeuer. War vorher noch ein bisschen windig und so. Ja. Na, überleben Sie es. Jetzt einmal Boot. Genau. Gut durch, bitte einpacken zum Mitnehmen. So schnell können die Gegner down gehen. Und so schnell kann ich keine Zauberpunkte mehr. Das gucke ich mal. Er hat 32 Wind gekriegt. Ach stimmt, man kriegt mehr XP, wenn man das im Kampf benutzt, den ganzen Kram. Und sie hat eine Stufe in Feuer gekriegt. Das ist auch gut. Kohle, 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 Kohle. Also immer Kohle. Hi. Okay, es ging nur ein, es gab nur einen Weg. Boah, schon wieder 5 Stück. Ist klar. Ist klar. Aber Zauberlevel macht irgendwie Spaß. Ich weiß nicht warum. Weil alle Gegner auf einmal attackiert werden? Genau, ich glaube deswegen. Und ich glaube, weil es gerade so schön ist, wird es nur noch einen Feuerlöscher hinterherwerfen. Verdammt, sie kann es nicht. Warum kann sie keinen Feuerlöscher hinterherwerfen? Nicht genug Punkte? Na, aber eigentlich hätte sie ja genug. Wir haben uns ja geheilt. Deswegen. Los, vielleicht Fiene. Zu weit weg? Nee. Da stand ja 25 Punkte. Hat sie und 28 brauchen wir. Und es trifft trotzdem noch alle. Lucky. Hehehe. Nein. Also wenn sie... Hm? Warte mal, 25 hat sie, 28 braucht sie. Das ist doch voll knapp. Fast Level 9. Yeah. Oh, da ist ein Knopf, mit dem man den Boden wegschalten kann, sozusagen. Fallgrube ist. Ja, wegknopfen kann. Ja, das ist eine Fallgrube. Oh! Graben! Wie immer. Also dann sollte man sich am besten draufstellen und den Knopf drücken, ne? Ja, dann fliegen alle Gegner weg. Aber das will ich ja nicht. Weil ich will ja ein bisschen leveln, mehr oder weniger. Das wäre uncool. Deswegen machen wir jetzt einfach mal den da platt. Weil wir es können. Also du kannst, ich kann. Oh, der links macht das. Der links, der macht nur eine Verteidigung. Ach so. Die wir locker mit Feuer noch mal. Haha. Und wir brutzeln Rotze. Mhm. Oui. Alright, we won. 8 Erfahrungspunkte geben die. Ist das nicht ein bisschen jämmerlich? Nicht Gräfin, na dafür mehr. Geben sie mehr Gold. Oh. Guck mal. Klatsch. Ups. Somit wären wir wieder am Anfang. Was uns nichts bringt, deswegen laufen wir weiter nach oben. Wo wir weiterkommen. Es gibt übrigens auch eine andere Domruinen.
Seite, die wir alle beide besuchen müssen. Wir müssen nämlich Brücken links und rechts ausfahren, um zum Boss zu kommen. Und das ist ziemlich nervig. Oh, ich liebe meinen Energy Drink. Der ist tot. Und Justin lernt auch noch ein bisschen. Oh, Flame Burning. Aufteilen. Ja, es wollen sie sich. Ja. So, ich gebe dir gleich aufteilen. Das war ganz viel. Das war's mit aufteilen, mein Freund. Haha. Wie gesagt, ich hatte einmal ein Bildschirm voll von den Viechern. Und die kann man dann nur noch mit einem großflächigen Angriff platt machen, den ich zu dem Zeitpunkt nicht hatte. Ist das nicht toll? Das ist wunderbar. Nee. Nicht. Nicht. Kind. Klar. Ich glaube, wir kommen... Irgendwo habe ich Geister gehört. Hinter mir. Blöde Viecher. Rachegeister. Töten. Ganz viel. Ganz viel. Brutzeln. Ein bisschen brutzeln. Und ein bisschen graben. Weil wir es können. Wie hätten Sie Ihren Geist gerne? Medium oder gut durch? Gut durch, bitte. Gut durch, okay. Kommt zu Wort. Oh, jetzt sind es Briketts. Ich glaube, ich habe die Flammen ein bisschen zu hoch gestellt. Ja, tut mir leid. Das kannst du doch nicht tun. Ha. Oh, oh. Angst. Ganz viel Angst. Wieso will mir das nicht gefallen? Weil. Verdammt. Weil. Oh nö, noch schlimmer. Alright, we won. Beben ist lustig. Nein, ich bin gar nicht gehässig oder gemein. Überhaupt nicht. Ich würde gern Beben ausprobieren, aber wir haben leider nicht genug Zauberpunkte dafür. Dafür müssen wir erst warten, bis wir wieder beim Speicherpunkt waren. Justin hat auch nicht mehr wirklich vier Stück. Viele und Fina wahrscheinlich auch nicht. Zwei Stück. Ist so gemein. Sollst du einfach hoffen, dass auf dem Weg zum Speicherpunkt keine Geister mehr auftauchen? Justins Waffe kann Geister verletzen. Da mache ich mir eher weniger Gedanken drüber. Und notfalls hat man immer noch die Option zu fliehen. Das ist kein Rückzug, das ist ein Angriff in die andere Richtung. Genau. Du greifst meine Sue nicht an. Oder Fina. Ist mir egal wen. Das tust du nicht. Ich würde gern W-Schlag lernen. Wir haben ja erst nur den V-Schlag. 1000. Ja, die XP, die wir brauchen, nehmen ziemlich interessante Dimensionen an. Ja. Aber wie in jedem Rollenspiel. Unsere Zeit ist sowieso vorüber. Deswegen sage ich... Wir machen einen Schnitt. Bis dann. Bis dann.